Das wird mir alles zu viel. Ja, jetzt kommst du. Ich bin ein bisschen verwirrt. Jetzt ist es ein Rätselmeister. Wieso hatten der meine Klinge? Hey, ich war wirklich gut. Ich war schnell. Ich weiß nicht, was er redet. Ich bin durchgerast. Kaito? Shinigami, was ist hier los? Das sollte ich dich fragen. Ich meine, ich habe dich gefragt, aber... Nein, natürlich nicht. Das wäre viel zu einfach gewesen. Guck mal, da hinten ist der Lore. Ich kneife die Augen zusammen, denn dieses Kommentar war wirklich nicht nett. Halt die Fresse, Mann. So, so. Motto, boku ni kyoumi o motanakya. Ja, offensichtlich. Kimi wa boku no koto o nani mo rikai shitei nai. Kanaiku saidai no himitsu de aru. Boku no koto o ne. Ich sollte wirklich aufhören, den Leuten so einfach zu vertrauen, wa? Ich fange an zu heulen. Oh, dieser Typ lässt dich locker, was? Du weißt noch, wie Mensch mit so einer Situation umgeht, oder? Wenn die Antwort nicht richtig ist, warte einfach ab und mach dich bereit für den nächsten. Okay. Oh nein. Na, mal schauen, ob wir das schaffen. Wann bin ich in den Kanal und warum? Ja, vor 3 Jahren. Wegen, keine Ahnung, du wolltest die Leute... Vor 6, vor 10, vor 3 Jahren. Was geschah im Kanal, als Makoto ankam? Terroristischer Vorfall, Geheimnis der... Nein, nicht die nehmen, ich wollte es... Nein, ich wollte die zweite nehmen, sorry. Aha! Mir zusammenfällt. Nicht der terroristische... Das jetzt. Das wollte ich. Aber dann war es schon wieder weg, bevor ich es... Ich hab's gelesen. Und dann war es schon weg. Ich so, nein. Oh mein Gott, er trägt eine Maske über der Maske. Hast dich umgeschaut und gedacht, ja, das ist ein toller Ort zum Leben. Hast dich vielleicht auch unterhalten mit den Verrückten, die hier rumrennen. Also bist du auch ein Detektiv? Ich meine, andere Lösung gab es nicht wirklich, aber in den... Wow, in der ganzen Zeit bis jetzt hat es sich nichts Neues einfallen lassen? Aber wieso? Knirsch, knirsch. Warum macht Mensch sowas? Eigentlich schon, ja. Aber wieso? Wieso liebst du diese Stadt? Oh Gott, was hat Makoto getan, um den Kanaibezirk zu beschützen? Hallo? Zum Isolation? Ich habe die anderen zwei nicht mal gelesen. Ich habe nur Isolation gesehen und war so... Ja! Für den Anfang war es vielleicht nicht schlecht, aber das die ganze Zeit aufrechtzuerhalten ist ein bisschen... Das verstehe ich nicht ganz. Weil... Na und?
統一政府はホムンクルス研究の口封じのため実験に失敗した。Klingt nach keiner so schlechten Idee, um ehrlich zu sein. Ich meine, tut mir ja leid für die, aber die Echten waren ja sowieso schon tot. Die Vorteile. Es gibt Vorteile? Hm. Ja, also hast du sie nicht bestochen, sondern ihnen gedroht, alles öffentlich zu machen, weil natürlich wäre das... Es beobachtet mich ein paar Augen da hinten. Oh, guck mal. Ich gebe mein Bestes, woran soll ich mich erinnern? Es ist ja auch keins! Glaubt ihr echt, das sind mysteriös? Glaubt ihr echt? Kommt schon, Leute! Hirn einschalten! Ich meine, zugegeben, ich habe als Einzige gesehen, wie er sich noch bewegt hat, nachdem das Ding geöffnet ist. Aber was der da alles labert, ist doch... Komm schon! Can I talk about? Ah, nein, das war's. Nee. Sorry. Es ist schwierig, wenn es so schnell vorbei und du lesen musst. Es ist ein bisschen unfair. Ich wünschte, sie hätten eingebaut, dass du irgendwie eine Fähigkeit hast, mit der du die Zeit ein bisschen verlangsamen kannst, wenn es drauf ankommt. Weil dann hätte ich mehr, dann hätte ich mehr Möglichkeiten. Vielleicht hat der Makoto damals gemeint, als wir da waren und er gesagt hat, also das ist mein, und dann hat er nichts mehr gesagt. Vielleicht wollte er sagen, mein Nachfolger oder sowas, weil er vorher mit Shinigami gearbeitet hat, weil er eine Lösungsklinge hat und sowas. Ich weiß es nicht. Ich versuche, das Puzzle zu lösen, bevor das Spiel mir sagt, was los ist. Also jetzt wird es langsam lächerlich. Ich meine, es war vorhin schon mega dumm, aber jetzt... Aber wozu? So. Aber warum liebst du den Ort so sehr? Und ich meine, die Leute sind alle tot. Ich meine, die Homunculi können zwar reden und kommunizieren und sowas, aber... Ich habe das Gefühl, dass das keine Liebe ist, sondern Kontrolle. Ich weiß nicht. Es ist... Oh Mann, frag mich das bitte nicht. Ich spiele das Spiel nur und folge dem vorgeschriebenen Weg der Entwickler. Ist das wirklich ein Phantom? Ich komme nicht mehr mit. Ich dachte, es ist der Echte, der hinterher gesprungen ist. Welches Verbrechen hat Makoto begangen? Die Detektei zerstört. Was ist jetzt? Amaterasu übernommen? Massenentführung. Ich
Zum Glück war die letzte Antwort die richtige. Oh, yeah. That makes sense. Ja, das ergibt eine Menge Sinn. Upsies. Ich hab nicht... Oh Gott. Sieht aus wie der Mond aus Majora's Mask. Mit nur einem Auge. Ja, aber das ist krank, Mann. Du kannst doch nicht so ein paar Homunkuli am Leben erhalten und dafür... Und das macht es besser? Das waren echte Menschen. Menschen, die du einfach... Was ist das denn für eine Logik? Ja, nee. Von wie lange soll das denn weitergehen? Ja, das haben wir ja eh gelesen. Oder? Haben wir es nicht gelesen? Ich meine, in der Notiz stand halt, dass die WDO, dass die alle von der WDO sind. Und ich denke mir so, das kannst du ja nie im Leben hinbekommen, wenn da niemand Bescheid weiß. Also... Habe ich mir gedacht, so, ja. Vielleicht wollten sie mehr Nahrung reinschicken? Keine Ahnung. Der sagt das immer so gehässig. Das macht mich wütend. Die Meisterdetektive wurden versammelt. Oh Gott. Um die Meisterdetektive auszulöschen? Um Yomi zu verdrängen? Ich weiß nicht, was stand da, um den ungelösten Geheimnissen auf den Grund zu gehen? Yomi zu verdrängen, oder? Warte mal. Mann, das dauert aber echt lange. Okay. War mir nicht sicher. Aber Gott sei Dank. Klink, klonk. Oh, Verzeihung, Mitternacht hat's geschlagen bei mir. So ein Rausschneiden. Aber was ich sagen wollte, so wie gesagt, das ist so umständlich, wenn das wirklich der Plan war, so nur den Yomi aus dem Weg zu räumen. Und ich bin so, hätte er dazu wirklich die Detektive gebraucht? Ich habe das Gefühl, dass er das irgendwie anders auch hinbekommen hätte können. Er war es nicht. Sehr umständlich. Ich weiß nicht. Hätte er nicht den Widerstand dafür benutzen können oder so? Mann, das knirscht aber ganz schön. Das klingt echt rostig bei euch. Sehr unangenehm laut. Ich hoffe, dass das nicht zu laut ist. Oh!
Aber es ist pink. Oh mein Gott. Sie wussten zu viel. Ich empfinde Reue, aber es musste getan werden. Oh, Alter. Du hast sie doch selbst hergebracht. Hättest du nicht weiter darüber nachdenken können, bevor du es tust? Also sind die echt tot? Außerdem blutet er. Das können mysteriöse Phantome gar nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass das der echte ist. Ich bin überhaupt nicht leer. Ich habe viele Erinnerungen. Neue gesammelt, Freunde, etc., etc., etc. Also. Du könntest sagen, er ist abnormal. Springen wir in den Gully. Ach du Scheiße. Das sind sehr viele. Gegen die kommen wir unmöglich alle an. Sie lächeln alle so komisch. Die Stadtversammlung. Ich bisch mir gleich in die Unterhosen. Was machen wir denn jetzt? Die Leute sind alle tot. Was da rumspaziert in der Stadt, das ist doch alles nicht real. Vor allem werden dafür echte Menschen geschlachtet. Nur damit diese Hüllen weiterleben. Wobei natürlich jetzt hier die moralische Frage ist, wie sehr, weißt du, ich sage ja nicht, dass sie mir nicht leid tun. Aber wie lang soll denn sowas weitergehen? Ja. Hättest du nicht in der Zeit, wie gesagt, irgendwas anderes machen können, irgendwas herausfinden können? Damit sie anders leben können, ihre Fehler wegmachen, irgendwas? Nee, weiß ich nicht. Es ist mir eigentlich auch egal. Was du da tust, ist total krank. Okay. Dann beende das Leiden doch, wenn sie dir so leid tun. Ich habe überhaupt kein Mitleid im Moment. Ich habe überhaupt kein Mitleid im Moment.
決めたんだ。全ての真実を明らかにするって。おお。またご主人様の謎怪人？ユーマの迷いが生んだ謎怪人と。Jetzt red nicht so selbstgefällig, du. Bukno. So richtig. Shut the fuck up. Naso toite. Nani ni naru no? Sonna koto. Ich bin so riesig. Dare ga shiyawase ni naru no? Naja, den Spieler zum Beispiel, also mich hier drüben. Boku ga naso abaita sei de. Ima made nannin ga shi. Vielleicht auch den Zuschauern, die da gerade sind. Hallo. Wie mein Ego. Oprah, bist das du? Jetzt fängt er gleich an zu heulen. Die Tränen sind riesig. Cool, dass er so Fragezeichen um sein Auge hat. Cooles Make-up, Mann. Vielleicht wissen wir das auch nie. Wir sind ja nur ein Mensch. Oh Gott. Fragezeichen. Dekiru no kana? Kimi nanko ni. Na, aber hallo. Tada, naso toku tte itte mo, kore ijou nan no naso tokeba ii no kana? Nazo wa mada nokotte ru yo. Ano hito jishin da yo. Mada ano hito no shoutai o akiraka ni shite nai yo ne. Ach, so? Shoutai. Tashika ni. Boku wa mada makoto no shoutai o miyabutte inai. Ano kamen no shita no sugao o mite inai. の言う通りだ。だったら彼が何者なのかを見極めないと。しんちゃん、ありがとう。ご主人様に頼られるのが俺様ちゃんの仕事だからね。優秀な助手を持ったね、名探偵君。それが余計なことにならなきゃいいけど。もうやめろ。 Helga, glaubst du eigentlich, dass du bist? Sowas zu sagen. Jetzt halt mal die Klappe da oben, du großes Baby. Yeah. Und dunkel ist es. Sind gleich da. Verrückt. Ist der Bildschirm kleiner geworden? Warum ist der Bildschirm jetzt so komisch? Was ist Makoto? Oh, warte, warte. Oh. Hormon. Ein N, bitte. Es geht nicht schneller voran. Wieso dreht sich das so langsam? Hallo. Hormon. Kulo. Ass. Ass. Dankeschön. Der Bildschirm ist so komisch jetzt. Ich hoffe, das ist nicht. Da ist, glaube ich, nichts, aber im echten, oder? Na. Soll sich nichts verändert haben. Das war, glaube ich, nur weil der Text auf der linken Seite so weit draußen war. Ich muss zugeben, ich habe einen Schock bekommen, als die Frage kam, Makoto ist ein. Und ich war für das kurz so, was, nein, er darf kein Homunculus sein, weil ich gedacht habe, wir reden von Yuma. Weil ich verwirrt war mit den zwei Herrschaften.
weil Makoto der Hauptcharakter in Danganronpa ist und Yuma hier der Hauptcharakter. Oh nein. Komm schon. Ich hab so Schiss, was kommt? Wo wurde Makoto geboren? Im Kanai World Detective Organization? Amaterasu-Labor? VR? Weil da der einzige Homunculus jemals war, der gut ist. Weißt du, die einzige erfolgreiche Homunculus-Geschichte. Aha. Bist du mein Daddy? Ich weiß nicht, warum werden wir uns selbst verletzen, wenn wir die Wahrheit wissen? Warum will er, dass wir das machen? Though, Makoto ist dein A basiert auf Yomi Nummer 1. War das richtig? Ich habe Nummer 1 gesagt. Okay. Warum schaut er aber so anders aus? Weil die Nummer 1, die wir gesehen haben, war ein bisschen schrumpeliger und irgendwie größer, oder? Vielleicht ist das am Bildschirm auch nur so rübergekommen. Ah. Ich weiß nicht, warum fragst du mich das? Ich habe doch gerade festgestellt, dass du sagst, ja oder nein. Okay, das ist jetzt... Was? Es macht mich sehr unruhig. Was meint er damit? Der hat so einen richtig harten... So, no, Mada, Mada! So, dude. Oh Gott! Meint sie, dass wir jemand Echten umbringen? Oder dass das schlimm ist? Weil bis jetzt haben wir immer nur gegen Phantome gekämpft und sowas. Und haben nicht wirklich... Naja... Und diesmal wäre es aber, dass wir jemanden realen... Ich weiß es nicht.